Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heroes of the Storm. Okay, ich spiele Saria, neue Heldin eigentlich, also mehr oder weniger neue Heldin, Tank-mäßig. Und was ganz Neues ist, glaube ich, ich weiß nicht, ist das das erste Video? Ich glaube, Overwatch war vorher. Ich lasse es noch aussprechen. So. Und zwar ist es jetzt eine viel höhere Bitrate. Heißt, eine höhere Qualität, größere Dateien. Wir testen das einmal für dieses Modern und so. Und wenn alles funktioniert, belassen wir es auch bei dem. Und werden es auch gleich 2019 weiterführen. Weil ich finde, wir brauchen einfach eine bessere Qualität. Ich bin mit dem Ganzen nicht mehr zufrieden. Das ist ziemlich laut hier. Ich muss mich kurz ein bisschen da leiser drehen hier. Also, so. Ja, wie gesagt. Bitte hat es jetzt höher. Sagt mir gerne in den Kommentaren, ob euch da was auffällt, wie es euch gefällt. Wenn ihr sagt, komm, lass lieber die alte oder so, aber eigentlich sollte das ja kein Problem sein, weil für euch macht es eigentlich nur einen Unterschied, dass das Internet vielleicht ein bisschen mehr laden muss, aber dafür eine viel höhere Qualität ist. Aber dennoch gerne in die Kommentare damit. So, Saria funktioniert ja mit der Energie, das kennt man ja eh. Also mit ihrer, kennt man ja von Overwatch. Irgendwie dasselbe Prinzip. Man macht mehr Schaden mit Energie. So, die habe ich mir auch noch geschnappt. Für Krieg geboren oder eben Krieg geboren. Ich habe es nie ganz verstanden, was er da sagt. Ich spiele sie auch noch nicht so lange, also. Aber wir sind in der Rangliste. Ah, ja, greif mich nur an. Ein kleiner Ruckler. Wie gesagt, ich teste natürlich jetzt auch, ob das überhaupt mit meinem PC funktioniert. Und Fullspace testet das auch. Naja, ja, greif mich an, komm, mach. Das bringt dir nichts. Du stirbst dadurch nur. Ah, okay. Der Strahl ist halt cool. Ist genauso wie bei Diva kann man gleich mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Und die Bubbles natürlich und die Graph, oh, die Gravitationsbombe. Wie ist ihre andere Ultimate, das ist die Gravitationsbombe, wo alles zusammengezogen wird und da gibt es noch eine, die genau umgekehrt funktioniert. Also wird alles auseinandergezogen, ist also Sperrgebiet. Geht auch. Aber, ja. Kommt natürlich auf die Teamkomposition an. Hilfe! Ah. Und ich kratze mir gerade an der Nase. Ich bin Saria. Ich halte alles aus. Jawoll! Ich habe 20 mehr Energie jetzt, wenn ich die Quest abgeschlossen habe. Schon geil. Je mehr Energie, desto mehr Schaden natürlich. Er muss schon weg von mir. Lasst mich abgeben! Mann! Lass mich doch einfach abgeben! Die Anna ist ein guter Heiler. Oder Heilerin, besser gesagt. Ich freue mich schon auf das Talent, wo der Strahl breiter ist. Kann ich viel leichter pushen. Da ist er schon. Oh ja. Und
Natürlich brauche ich dafür höhere Energie. Schade. Gut, da sind unsere Spinnen. Oh ja, schaut euch das an, dieser Strahl. Oh, schön. Jawoll. Sehr gut. Nein. Ja, nicht bekommen. Wo schießt ihr denn in die Spinne? Haha, erster im Gebäude Schaden. Gut, kein Wunder. Also ich halte einfach drauf. Ciao. Das war keine gute Idee. Hilfe! So. Bisschen leise ist es, gell, im Spiel. Ich habe es jetzt ein bisschen lauter gedreht, das Spiel. Ich bitte dies zu entschuldigen. Oh, die Feinde haben sehr viele Juwelen. Sollte es nicht übertreiben. Ja. War ja klar. Alarm. Boah, Gott sei Dank ist der jetzt nicht zu mir gekommen. So, das Sperrgebiet. Ja. Könnt ihr auf Pause drücken, um das durchzulesen. Da war die Gravitationsbombe. Die nehme ich ja. Graviton-Bombe, nicht Gravitation. Graviton. Okay, gut, die fliehen, die müssen weg. Sag meinem Team, dass ich die habe. Oh, oh. Ich komme! Sehr geil. Das Team ist gut, das Team ist echt gut. Gott sei Dank sind wir in der Rangliste. Da, da, 31. Oh ja. Entschuldigung. Ich habe mich weggedreht, aber ich glaube, es ist trotzdem laut genug. Bin leider anscheinend, oder ich werde anscheinend ein bisschen krank. Passen, da bringt es sich nicht zu kämpfen. Schöner Stun. Was dann mit ihm jetzt? So, hab sie geleftet. Ah, scheiße, da kommt er jetzt da von hier. Wieso, wo ist denn die hingegangen? Wieso hat die nicht den Dings gemacht? Immerhin sagt sie danke.
Na gut. Immerhin hatte ich ja nur 60 Sekunden Abklingzeit, also das kann ich theoretisch, sobald ich die Ultimate habe, 10-mal im Match einsetzen, weil ab Minute 10 hat man meistens die Ultimate. Also spätestens ab Minute 10. Und dann dauert es meistens noch 5 bis 10 Minuten das Spiel. Hoppala. Das war jetzt keine gute Grab. Zurück, zurück, zurück. Meins. Ah, der Varian ist super, ja. Der macht die alle kaputt. Ergötzt euch an dem Metzel. Oh, wow. Varian! Ja, nice! Der nächste! Irgendwie nur ein bisschen halten, damit ich hier einen Grab machen kann. Ja, nice! Sehr geil! Ach ja, die Crafty haut schon rein, oder? So, also ruckeln tut zumindest bei mir nicht, wegen der neuen Bitrate. Oh Gott, das Hochladen wird jetzt schlimm. Hilfe! Holla da, wurde sie jetzt selbst unterbrochen? Barriere aktiv. was habe ich denn da immer? Trainingspartner. Nice. Boah, wir sind voll gut. 20 zu 6, na gut. Ja, nice! Next bomb, please! Ja, Trainingspartner ist einfach die Barriere, die ich bei einem Verbindung machen kann, ist einfach doppelt auf einen anderen. Also wird die Grundversion noch einmal auf einen Verbündeten in der Nähe gemacht. Sehr gut! Wir haben noch immer alle drei Spinnen. Oh Gott. Jawohl. Oh Gott! Oh, David Malen. Oh. Ja, mit das Game. Schön gemacht. Ja. So macht's doch Spaß. Sieg! Ich lasse euch euer Leben. MVP. Ja, die waren wirklich gut, die Kombo. So. Zack. Punkte, Punkte, Punkte. Ich war kurz vorm Abstieg wieder mal. Ist übrigens eine neue Season. Also, gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte denkt daran, schreibt in die Kommentare,
wie ihr das jetzt findet, dass wir jetzt mit einer höheren Bitrate oder zumindest zeitweise mit einer höheren Bitrate beziehungsweise einer höheren Qualität aufnehmen und somit euch eine höhere Qualität liefern können. Schreibt es gerne in die Kommentare und ja, ich werde auf jeden Fall darauf antworten und falls ihr noch Fragen habt, ja, wie hast du das eingestellt? Also ich meine, was haben wir da eingestellt gehabt bei OBS? Falls ihr das selber mal wissen wollt, gerne einfach fragen. Ich werde das gerne beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Heroes of the Storm. Dankeschön, euer Graphic Error. Tschüss.